Guten Morgen, liebe Snapchat. Jetzt beginnt dein Niedergang, ich hab's gewusst. Mit diesen Memories. Heute beim Aufwachen habe ich schon das erste Motivations-Snap im Chat gehabt. Vom Watcher2. Ich mag Watcher2. Nichts gegen Watcher2. Das ist nur der erste gewesen, bei dem ich es gemerkt habe. Aber jetzt kommen praktisch quasi lauter so Werbebomben in den Chat. Hübsch aufbereitete Werbefotos und kleine Clips, die im Chat landen. Und ich finde, das ist nicht okay, denn der Chat ist eigentlich etwas Privates. Okay, ich muss zugeben, ich bin noch nicht ganz wach. Mir ist gerade eingefallen, ich bekomme im Chat eh keine Werbung, wenn ich denen nicht folge. Das heißt jetzt nicht, dass ich Watcher2 entfolgen werde. Keine Sorge. Und wenn ihr das seht, schaut euch mal Watcher2 an. Sagt nochmal Tschüss. Jetzt wird er ausgetauscht. Du warst ein Guter. Du hast mir 8 Jahre lang treue Dienste geleistet. Und nun erwartet dich der Rollehimmel. Wahre Größe liegt im Hut. Alles. Jetzt under the Hut, Baby. So schaut's aus. Geht schon. Danke. Für 8 wunderbare Jahre. Mach's gut, mein Kleiner. Dieser Joystick hat mich 16 Jahre lang, 2 E-Rollis lang begleitet. Ich bin damit rumgefahren, rumgerannt und gegangen. Sie greifen an! Ja Leute, ich bin meinen neuen Rolli gerade etwas am Ausfahren und es ist sehr anstrengend, weil ich ihn immer noch nicht richtig unter Kontrolle habe. Heute Morgen habe ich auf Facebook gesehen, dass es das G-Café gibt. Und jetzt bin ich hier. Vor der Urania ist der Treffpunkt. Laut Konzept gehen wir jetzt am Donaukanal entlang und schauen uns was an. Mal sehen, was passiert. Space Market, kannst du mal gehen? So. Wir werden heute mal einiges über Graffiti erfahren und mit dem berühmten organisatorische Information. Wir gehen etwa 1 Stunde lang und am Ende dieser Tour laden wir ein zu einem kleinen. Es ist oft zu heiß bei dieser Bahn, aber in der Nacht ist es sehr romantisch. Willkommen bei der schönen blauen Donau. Ich bin heute nicht der einzige Mensch mit Behinderung, der im G-Café unterwegs ist. Nein, ich habe auch eine blinde Frau gesehen, die sich gerade die Graffiti-Kunst erklärt. Es verbindet mit Schwedenplatz und nicht mit der Donaukanal. So, wir sehen es von unten und von dieser Seite auch. Es hat kaum Verbindung mit der Donau. Bin ich aufgeregt. Ich fahre gerade das erste Mal mit diesem super schönen Glaslift direkt am Donaukanal. Heute ist wieder mal Filmen angesagt. Ich gehe zum Schneider.
Willkommen an einem schönen neuen Montag. Falls ihr euch schon immer mal wissen wolltet, was sich unter der Wasseroberfläche so alles abspielt, dann habe ich was für euch. So schaut's unter Wasser aus. Tja, auch da muss mal sauber gemacht werden. Hallo meine Lieben, ich weiß, heute müsste eigentlich eine Snap Week von mir online gehen, aber es gibt kein Video, weil ich bin ziemlich viel. Ich war bei McDonald's und habe den Kiosk getestet und habe darüber ein Video gemacht auf meinem Kanal MarbaraTV. Könnt ihr das nachsehen? Und der Typ hat ziemlich böse kommentiert, was mir sonst eigentlich am Arsch vorbeigeht, aber diesmal setzt es mir zu. Mich würde interessieren, wenn ihr YouTuber seid, wie geht ihr mit solchen Mega-Idioten um? Noch was anderes, ich habe gestern von Pokémon Go gesprochen und ich habe es wieder nicht geschafft, ein Video zu machen, weil das Screencast nicht aufgezeichnet hat. Nachdem ich dieser Kommentar auf meinem Burger-Video so fertig gemacht habe, gönne ich mir jetzt ein Gin Tonic. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich versuche gerade seit 20 Minuten einen einzigen Montagswitz aufzunehmen. Und woran scheitert's? Am Hashtag. So schaut's aus von der anderen Seite der Montagswitze. Hashtags. Fucking Hashtags. Hashtags. Fuck. Ich hab's geschafft, der Montagswitz ist im Kasten und kommt nächsten Montag. Und ich glaube, er ist böse, aber lustig. Hab gerade auf Facebook entdeckt, dass es Bitmoji, eine App gibt, mit der man eigene Emojicons an sich selbst basteln kann. Es gibt keine Grundfiguren, die einen Rolli haben. Also keinen Avatar für mich. Die ersten Pfadfinder, die ich jemals sehe in meinem Leben. Ich bin gerade unterwegs in den Stadtpark auf der Suche nach Pokémon Go-Spielern für mein morgiges Video. Wie geil! Moderne trifft altes Zeug. Kinder spielen Retro. Ja, hallo meine Lieben, ich bin gerade im Kino, ich werde mir Star Trek anschauen. Yeah! Ich habe ein besseres Spiel erfunden. Und zwar Pokémon Go Players Hunt. Die hübsche, moderne Karlsplatz-Passage. So schaut's aus, wenn man sucht hat. Das ist echt traurig, aber naja. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass ich einen neuen E-Rolli habe. Das Blöde an dem E-Rolli, ich kann hinten keine Red Bull mehr transportieren. Darum musste ich mir eine Alternative einfallen lassen. Und jetzt ziehe ich einen Koffer los, um mir meinen Drogen zu besorgen. Tja, das Dumme an dem Ganzen, ich kann jetzt weniger Red Bull auf einmal einkaufen als vorher. Das heißt, ich muss viel öfter einen Koffer losmarschieren. Und wir drehen wieder mal für Marbacher TV. Marbacher Film wollte ich sagen. Mein kleiner Bruder ist in Wien
Und er ist ein bisschen auf fetten Luxus unterwegs. Er ist im Sanssouci abgestiegen. Wir sind hier in einer Junior Suite. Sieht alles sehr, sehr fett aus. Und hier ist ein riesiger Spiegel, der auch zugleich am Fernseher. Guten Morgen. Es ist endlich soweit. Ich lebe mein YouTube-Luxusleben. Ich gehe frühstücken in Sanssouci.